dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu Lanz kocht. Ja, asiatisch, indisch, amerikanisch, italienisch, französisch, arabisch. In allen Variationen und Varianten wird in Deutschland mittlerweile gekocht. Wir machen es anders. Wir kochen heute ganz schön altmodisch und auf Deutsch. Und es gibt wunderbare Gerichte, unter anderem Currywurst von Tim Mälzer, Alfons Zubeck, Ali Güngemüs, Cornelia Poletto und Stefan Marquardt. Freu mich. Moin. Geht's dir gut? Sehr gut. Ja. Meine Herren. Ja, meine Herren. Ja. Ali, tolle Idee. Herzlich willkommen. Oh. Kochst du italienisch heute? Ja? Nein. Hallo, mein Lieber. Freut mich. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Ist gut. Oh. Großartig. Ja, wir kochen heute Deutsch. Ich freue mich sehr, sehr auf diese Sendung. Made in Germany ist das Motto. Das ist ja auch schön, dass wir ein englisches Motto haben, wenn wir doch Deutsch kochen. Ja, super. Mittlerweile, wer sagte das neulich so schön? Wer kein Englisch kann, versteht auch kein Deutsch mehr mittlerweile. Ja. Ich würde gerne gleich auf ein sensationelles Gericht zu sprechen kommen. Spektakulär, aufwendig, großartig. Tim Mälzer, der uns heute macht Currywurst. Currywurst. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Deutsches Nationalgut. Currywurst, aber Currywurst mit Kartoffelchips und Rauchsalz. Und das Besondere daran, Tim, habe ich mir sagen lassen, ist, du machst das alles selber. Also ich mache auch die Würstchen selber. Normalerweise würde ich auch das Fleisch noch durchlassen. Das habe ich mir jetzt vom Fleischer machen lassen. Also Wurst machen ist gar nicht so schwer, wenn man einmal gesehen hat, wie es funktioniert. Man braucht halt das Fleisch, man braucht ein bisschen Technik dazu und dann passt es schon. Jeder, der jetzt Currywürste kennt und schon mal in Berlin eine Currywurst gegessen hat, weiß auch. Als allererstes, ich muss mal vorne anfangen. Ja, fang doch mal vorne an. Liebe Berliner, liebe... Wer beansprucht das noch für sich? Hamburger? Die Rheinländer, glaube ich. Liebe Rheinländer, liebe Berliner, die Currywurst ist eine Hamburger Erfindung und sonst kommt sie von nirgendwo her. Die beste Currywurst kommt aus Hamburg. Redet der da? Das kann doch gar nicht sein. Jeder, der schon mal eine Currywurst in Berlin gegessen hat, die Wurst in Berlin wird ohne Darm serviert. Ich meine, eine Wurst ohne Darm ist doch keine Wurst. Das ist hier, wie heißt das da bei euch? Mett. Nee, wie heißt denn das? Fleischkäse. Wie heißt denn das bei euch? Fleischlaber. Leberkäse. Aber es ist keine Wurst. Also eine Wurst gehört in den Darm. In den Darm. Die machen wir nachher auch noch. Wir machen die Masse selber. Wir füllen sie selber in den Darm, auch in den echten Naturdarm. Ja. Aber das eigentlich. Darf ich dir dabei helfen? Selbstverständlich, sehr gerne. Aber das eigentliche Geheimnis ist ja eigentlich wirklich nur die Soße, die Wurst. Die hat so, jede Stadt hat seine eigene. Es gibt Leute, die machen die Feine, die machen mit Rind, die einen mit Schwein. Wir machen Rind, Kalb und Schwein gemischt. Das eigentliche Geheimnis steckt in der Soße. Und das erzähle ich nachher. Das erzählst du uns gleich. Ist es wahr, Tim, dass du gerade einen neuen Spitznamen dir angefangen hast? Sowas wie Fidel Gastro oder sowas ähnliches? Nee, weil du Fite Gastro. Fite Gastro. Fite Gastro. Es gibt heute in einer Hamburger Zeitschrift, Tageszeitung, eine Überschrift über eine Dokumentation, die bei uns im Februar in der AD gezeigt wird. Da habe ich mich damit beschäftigt. Gibt es gesundes Essen? Ja. Ja, und das Fazit, ich greife das mal ein bisschen vor, ich behaupte nein, das gibt es als solches nicht. Der Schubeck wird gleich anderer Meinung sein, aber ich sage erstmal per se nein. Und daraufhin wurde tituliert Mälzers neue Ernährungsrevolution. Und da habe ich gesagt, eine Revolution braucht auch einen Revolutionsführer, das bin ich. Und ich möchte ab heute nur noch Fite Gastro genannt werden. Fite Gastro. Fite Gastro. Und ist es wahr, dass du auf Kuba warst tatsächlich? Ja. Du warst wirklich auf Kuba, wann? Ich bin gerade vor 6 Tagen zurückgekommen. Ich bin nach Silvester, wir haben noch einen Geburtstag vom Freund hier in Hamburg gefeiert und dann bin ich anschließend für 9 Tage nach Kuba geflogen. Beeindruckendes Erlebnis. Beeindruckendes Erlebnis, warum, werden wir gleich erfahren. Wir begrüßen sehr, sehr herzlich, nachdem wir schon Fite Gastro jetzt kennengelernt haben, das Orakel aus München. Hier ist Alfons Zubeck. Herzlich willkommen, Alfons. Vielen Dank. Bis uns heute macht... Das uns heute macht eine gebackene Weiß... Moment. Nein. Nee, du machst uns gebackene Weißwurstradeln. Also Räder. Räder? Radeln. Wenn du als Südtiroler nicht weißt, was ein Radl ist, dann also ziehst du jetzt Haferl schon an und nicht deine Salonschleifer, die du hier anhast. Ja. Also du machst gebacken, ich übersetze das mal, gebackene Weißwursträdchen und Kalbszüngerl, also Kalbszunge, auf Linsen-Grünkohlgemüse. So. So. Jetzt pass auf, jetzt klären wir mal den Fall hier auf. Ja. Es ist so, es gibt eine Studie aus Amerika, die wurde gemacht 8 Jahre lang.
bei 59.957 Frauen, ob mediterranes Essen. Wie viele waren das genau? 59.957 Frauen. Hm. Weil ein paar sind ausgefallen in 8 Jahren, die haben sie nicht überlebt. Pass auf, das ist interessant. Ja? Ob mediterranes Essen oder mediterrane Lebensmittel. Weniger Gehirnschlag, weniger Herzinfarkt und weniger Krebs verursachen. Die Studie ist nicht gut ausgefallen. Aber man hat nicht gefragt, wie die Lebensmittel zubereitet worden sind. Und der Schlüssel beim Kochen ist natürlich ein gutes Produkt, aber ist die Temperatur. Das so sieht's aus. Hast du recht? Ja, hast du recht? Ja, klar. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen, Jo. Das ist wahr. Also der Schlüssel ist die Temperatur und demzufolge gibt es für dich auch, um erstmal in diese Diskussion einzusteigen. Ich brauche mal ein Pflaster. Ein Pflaster? Hast du dich geschnitten? In meiner allerersten Sendung damals mit Johannes. Hast du dich geschnitten? Ja. Wir haben gesagt, im neuen Jahr gibt es hier neue Messer, die scharf sind. Ist ein Arzt an Bord? Nein, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich brauche nur ein Pflaster, weil sonst blutet mal hier mein... Das liegt daran, wenn man nicht mehr selber kocht, dann ist man das halt nicht mehr so gut. Du, wem sagst du das? Umgang mit dem Messer. Vielen Dank, das ist ja ganz, ganz toll, dass wir in so einem Alter sind, wo wir auch Erfahrungen austauschen. Ja. Tim und ich. Aber ich muss nur noch, Schwester Melzer kümmert sich gleich um dich. Ja, super. Pflaster ist unterwegs, ja, kriegen wir gleich hin. Also gebackene Weißwurstradeln, ja, wird jetzt der Lederhosenbayer, der sich nicht weiterentwickelt hat, natürlich sagen, der spinnt ein bisschen. Wie kann man eine Weißwurst backen? Eine Weißwurst muss man doch zuzeln. Also diejenigen, die heute noch nicht wissen, dass man eine Weißwurst nicht zuzeln kann, die können sowieso einmal mit Augenbinden versehen, weil... Entschuldige, das Brät früher sehr flüssig war. Und die Weißwurst war ja in der Ladentheke gelegen, roh. Das Brät war roh. Und deswegen hat man gesagt, wenn die Weißwurst soll das 12er Leute nicht hören, weil das Brät sauer war. Und da die Weißwurst früher sehr, flüssig nicht, aber das Brät sehr weich war, konnte man die zuzeln. Das kannst du heute nicht mehr, weil die kompakter sind. Und der Weißwurst, auf Bayerisch gesagt, ist das scheißegal, ob die in der Früh um 9 gegessen wird oder Nachmittag um 3. Ja. Und da ja der Bayer da ein bisschen, doch noch religiöse Ansichten hat, ja, ist es so, dass ich die Weißwurst dann paniere und rauspacke. Und ich sage dir eins, die schmeckt mit Sicherheit so gut, weil sie geschützt ist durch diese Panade. Also, du kennst doch eine Milzwurst mit Kartoffelsalat, das ist eine wunderbare Sache. Ja, unbedingt. Leider ein bisschen in Vergessenheit geraten, es geht mit der Weißwurst auch wunderbar. Also, wir reden gleich noch ein bisschen ausführlicher, vor allen Dingen auch über die Frage, wie gesund Essen sein kann. Alfons, herzlichen Dank erstmal. Und wir begrüßen sehr herzlich Ali Güngermöß bei uns in der Runde. Ali, schön, Hallo. Dass du da bist. Hallo, guten Abend. Der uns auch. Ein deutscher Koch, in Bayern aufgewachsen, mit dem typisch deutschen Namen Ali Güngermöß, der uns heute macht einen rosa Kalbstafelspitz mit rote Beete, Rosenkohl und Meerrettichbrotchips. Richtig. Herrlich. Richtig. Wow. Tafelspitz, sollten wir vielleicht noch mal erklären, Ali. Also Tafelspitz wird ja normalerweise genau? Der klassische der Tafelspitz. Welcher Teil vom Tier? Vom Kalb sagt man Frikando dazu. Ne? Oder Frikando Spitze oder Frikando, das liegt ungefähr hier hinten. Ne? Ja, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht schlimm. Du musst es ja zeigen. Ne? Ja. Und vom Rind, also Tafelspitz vom Rind wird meistens ja gekocht. Das ist ja ein Klassiker in Österreich oder auch in Bayern. Aber vom Kalb finde ich das zu schade. Man kann auch das wunderbar rosa braten. Mhm. Und jetzt habe ich hier rote Beete ist übrigens super. Ja, so, ne? Habe ich hier abgelöscht Himbeeressig. Also, Tafelspitz habe ich gewürzt, kurz angebraten. Das ist hier im Ofen, kann ich dir mal so zeigen. Mhm. Das kann man wunderbar bei 100 Grad, so ungefähr 40, 45 Minuten, ist es dann top rosa. Ne? Genau, jetzt ist ja noch roh. Ne? Ja, aber mit Salz. Richtige Konsistenz, pass auf, wir zeigen es nochmal hier zeigen. In Großaufnahme. So sieht das aus, wenn ein Tier liebevoll von Ali behandelt wird. Und immer nicht alles von mir. Liebevoll, bei mir wird immer das, alles liebevoll anfassen. Bei mir wird das direkt wieder anders aussehen, du. Genau. Okay. Und wie gesagt, das ist vom Kalb kann man wunderbar rosa braten. Und dazu gibt es rote Beete. Die habe ich jetzt hier. Was hast du da alles drin? Da sehe ich Schalotten sind da. Schalotten habe ich, dann habe ich hier ein bisschen Orangenschale dazu. Boah. Dann die rote Beete dazu gegeben, abgelöscht mit etwas. Hier Himbeeressig. Dieser Essig, der kommt richtig durch. Ja, jetzt kommt der. Der brennt in der Nase. Was auch gut ist, jetzt reibe ich hier ein bisschen
Tonkabohne rein. Ja? Mhm. Tonkabohne, das ist dieses erdige Geschmack von der Tonkabohne passt sehr gut zu rote Beete. Ja, und dieser Himbeeressig, warum Himbeeressig? Ja, rote Beete, Farbe, oder? Rote Beete braucht ein bisschen Säure. Ja. Und erstens wegen der Säure, klar wegen dem Geschmack. Und sonst ist ja rote Beete sehr langweilig. Ne? Jetzt fülle ich das auf mit etwas Apfelsaft. Ja. Und lasse das schön lang, ganz langsam vor sich hinköcheln. Dann habe ich auch etwas Orangenschale dazu gegeben. Mhm. Und passt perfekt gut dazu. Wie ist diese rote Beete nachher von der Konsistenz? Ist das eher so knackig oder so eine, sagen wir mal, die ist dann geschmort, ne? Gebissfreundliches also, Essen dann. Ja, also Gemüse, ganz leichten Biss wird sie schon noch haben, aber so ganz hart ist sie nicht. Also es ist keine Rohkost-rote Beete. Das soll es ja nicht sein. Soll es nicht sein? Soll es nicht sein, genau. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Konsistenzen. Manchmal kriegst du das ja so ganz, ganz weich, was ich sehr gerne mag bei rote Beete. Ja, und manchmal ist es sehr knackig. Genau, als Salat, also im Salat würde ich es schon eher so knackig halten. Aber so als Gemüse würde ich schon so machen, dass es leicht Biss hat, aber trotzdem weich ist. Ne? Herrlich, genau. Freuen wir uns drauf. So, und das sind die Chips hier? Das sind die Brotchips, genau. Die habe ich hier so, ich komme gleich zu dir. Habe hier ein paar dunkle, von dem dunklen Brot, paar in so Scheiben geschnitten und dann steche ich das hier rund aus. Ja, man kann das ist jetzt ein bisschen Spinnerei. Ist, ja? man muss das nicht machen, aber man kann das machen, wenn man will. Und dann wird das schön geröstet und dann kommt es dann schön wird es dann zu dem Kartoffelbrot. Das ist Wahnsinn, dass wir uns darüber unterhalten, wie ein Weltklasse-Koch ein Stück Brot aussticht. Siehst du? Also, herzlichen Dank, Ali Güngerbüz, und wir freuen uns sehr über den Besuch. Einer lieben Freundin, also alt im Sinne von, wir kennen uns schon so lange, dass man sagen kann, so, wir sind gute alte Freunde. Liebe Cornelia, herzlich willkommen erstmal. Und du machst uns eine Hamburger Aalsuppe ohne Aal. Das ist spektakulär. Ist ganz witzig, weil die Hamburger Aalsuppe hat eigentlich das nie ist nicht witzig, Aal das gehabt. Ist Betrug. Nee, das ist kein Betrug, weil die ursprüngliche Aalsuppe tatsächlich ohne Aal war und irgendwann ein Koch auf die Idee gekommen ist, dass wenn die Aalsuppe heißt, das hieß aber, dass einfach alles reinkommt, dann können wir doch auch mal wirklich Aal reinschmeißen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich den Aal mal raus, aus verschiedenen Gründen. Also ursprünglich war da kein Aal drin? Nein. Also es ist eine relativ aufwendige Suppe immer schon gewesen. Also man sieht ja hier auch den Ansatz für meine Rinderbrühe. Da habe ich also Kalbsknochen angeröstet, habe einen richtigen Holsteiner Kartenschinkenknochen mit hineingegeben und lasse das mit ein bisschen Suppengemüse und dann gespickten Zwiebeln. Man sieht das auch oben, das ist ein sehr leichtes Gericht. Ne? Das ist ein Hauch, also das ist das, was schon rausgekommen ist. Ja. Aber das nennt man ja degressieren, dass man so wirklich immer den Schaum und auch das überschüssige Fett abnimmt. Horst sagt immer, das sind sterbende Kalorien. Genau. Und das lasse ich köcheln. Die hat dann natürlich schon schönen Geschmack, auch durch diesen schicken Knochen. Super. Und hier habe ich jetzt separat angefangen, ein bisschen Schalotten. Backpflaumen waren auch übrigens immer drin in der Aalsuppe. Ja. Das bringt nochmal dieses etwas Süße Backpflaume mit dem etwas Geräuschern. Ist schön, ne? Backpflaume. Das ist so ein Geruch von Kindheit irgendwie, ne? Backpflaume. Die ganzen Forellen. Man kann auch mittlerweile sehr gut damit arbeiten. Das ist ja auch passt auch sehr gut zu Fleischgerichten, zum Beispiel zum Kalbsbries passt das sehr, sehr gut dazu. Lass uns jetzt aber nicht über die verdauungsfördernde Wirkung von Backpflaumen philosophieren. Nee, lieber dann im Zweifel über Backpfeifen. Und dieser Aal, ne, über den wir eben kurz gesprochen haben. Aal ist ja ein mittlerweile Produkt, von dem man sagt, ist nicht mehr ganz politisch korrekt, das zu verkochen. Ne? Aal, es gibt kaum noch Aal auf der Welt. Wusste ich gar nicht. Es gibt wirklich wenig Aal, vor allen Dingen wilde Ware. Also es gibt natürlich mittlerweile viel Zuchtware. Aber ich habe mir gedacht, wir lassen das mal bei Forellen. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Davon haben wir noch ein paar. Ja, also, und die geben auch einen schönen Geschmack, wenn die toll geräuchert sind. Und man sieht jetzt hier auch, ich habe schon die ersten hier ausgelöst, weil ich hier die Häute und Gräten und Köpfe mit hineingegeben habe. Und das ist wunderbar saftig und ganz toll geräuchert. Und ich glaube, eine ganz schöne Alternative zum Aal. Absolut. Also war dir das bekannt, dass Aal so eine gefährdete Spezies ist? Ja, ich wusste das nicht. Ich habe das auch erst erfahren, als ich eigentlich die Aalsuppe noch mit Aal machen wollte und es mir verboten wurde. Und dann habe ich so, okay, dann muss man was anderes ein. Ja, aber ist gut so. Ich wusste nicht, dass Aale ähnlich wie Lachse auch ewig lange und jahrelang durch die Ozeane ziehen und dann irgendwann wieder sozusagen also an den alten Laichplatz zurückkehren. Ist das ein Grund, mal zu schauen? Es gibt kaum Aale, die sie überhaupt noch schaffen an ihre alte Heimat. Wie und wo Aale auch artgerecht gezüchtet und vor allen Dingen auch hinterher gut weiterverwendet werden und geräuchert werden. Ja.
Also, so viel politische Korrektheit muss für heute Abend reichen. Also ich meine, sauber geht es nicht zum Jahresanfang. Absolut. Ja? Noch haben wir dir nichts vorzuwerfen. Ich fordere noch keinen Rücktritt. In diesem Sinne. Wir begrüßen jetzt sehr, sehr herzlich Stefan Marquardt. Schön, dass du da bist, Stefan. Hallo. Und dann, pass auf, da wird es jetzt schon... Da wird es jetzt schon ein bisschen kritischer wegen politischer Korrektheit. Stefan macht uns nämlich heute, Achtung Cornelia, frage dich, hast du das schon mal gehört? Fränkische, Alfons, Achtung, fränkische Nonnenfürzchen. Wer kennt das von euch in der Runde? Ich kenn's nicht. Du kennst es nicht? Tim, schon mal gehört? Ich hab's mal gehört, ich weiß aber nicht, was es ist. Alfons? Ich kenne nur Nonnenfürzchen, dass die fränkisch sind, wusste ich bis dato nicht. Unterfränkisch, wenn man es genau nimmt. Also, unterfränkische Nonnenfürzchen, okay. Was unterscheidet das oberfränkische Nonnenfürzchen vom unterfränkischen Nonnenfürzchen? Also wir Franken sind ja grundehrliche Leute. Eigentlich kommt es aus dem Schwabeländle, wenn man es genau nimmt. Gut. Ja, du hast Angst vor einem Gutenberg-Skandal und sagst direkt, wo du es her hast. Ja, nee, also da sind wir wirklich ganz korrekt. Ja, und sehr gut. Ich sag mal, wenn man ganz, ganz weit zurückkehrt, war ja alles irgendwie mal fränkisch, wenn man es genau nimmt. Ne? Frankreich ist entstanden. Ja, ja, natürlich. Währungen wurden nach uns benannt. Ja. Also ich meine, die Franken sind schon wirklich ein quirliges Völkchen. Ihr müsst mal sehr einflussreich gewesen sein. Ja. Ja. Wo kommt der Name her? Also es gibt natürlich verschiedene Geschichten und die logischste, also es kommt eben aus dem Schwäbischen und dann sagt man eben, das ist ein Nonnenfurt. Also das hat eine Nonne irgendwann mal gemacht und man sagt einfach, von der Nonne schmeckt es am besten, heißt es übersetzt. Ich kann jetzt kein Schwäbisch, ne? Ich bin ja Franke. Ja. Ach so. Auf jeden Fall kommt es irgendwie daher, von der Nonne schmeckt es am besten. Und das hat nichts mit Flatulenzen zu tun? Nein, das hat gar nichts damit zu tun. Irgendein Erzbischof hat dann mal gemeint, als er die aus dem Topf rausgenommen hat, und ich nehme das kleine Pfürzchen von der Nonne. Und da, das ist auch so eine Geschichte. Und es gibt eben verschiedene Teige. Es gibt die ganz einfache Version. Ja. Das ist einfach was ist es denn eigentlich? Also versuch es mal auf den Punkt zu bringen. Ist das ein, es ist einfach ein aufgeblähtes ein Gebäck, was eben in Fett rausfrittiert wird. Ich sag mal, man kann es aus Brandteig machen. Ja. Ja. Und es geht dann schön auf und wird schön fluffig. Was hast du da drin jetzt hier? Ich habe jetzt keinen Brandteig gemacht, ich habe jetzt einfach Ei schaumig geschlagen mit Honig. Dann habe ich eine Prise Salz reingemacht, dass das Gleichgewicht wieder stimmt. Salzig, süß. Ja. Und dann habe ich jetzt einfach Mandeln drunter gemacht, Mehl drunter gemacht und dann hebe ich noch ein bisschen geschlagenes Eiweiß drunter. Also das würde ich jetzt nicht probieren. Ich probiere furchtbar gerne rohen Teig, weil ich manchmal backe. Nur so ein bisschen, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was da auf uns zukommt. Das Salz kommt gut durch, ne? Das kann man so sagen, ja. Ja, also meine, wie gesagt, es ist ja auch noch nicht. Das finde ich schön, das merken wir uns fürs neue Jahr. Tim, für dich auch wichtig. Du bist ja der Meister der, das werde ich nie mehr vergessen, deine Erklärung, als du fürchterlich angebrannt hast und gesagt, es sieht nur im Fernsehen dunkler aus. Weißt du noch? Das fand ich herrlich. Er sagt irgendwie, er hat total versalzt und sagt, da kommt das Salz gut durch. Nee, also ich habe gesagt, ich habe eine interne Wette laufen mit meiner Mutter, von der ist ja das Rezept, dass ich es schaffe im neuen Jahr, dass der Markus mal so ein richtig saures Gesicht macht. Ja, ja, ich freue mich darauf, finde das spannend. Und dann backst du das hier raus? Also im Fett. Ja. Dazu gibt es ja die Weincreme und das ist auch ein Urklassiker. Also das hat meine Mutter von ihrer Mutter, die wieder von ihrer und so weiter. Und magst du Weincreme? Ich liebe Weincreme. Ehrlich? Ich habe noch nie eine Weincreme gegessen, die mir wirklich geschmeckt hat. Und zwar als Kinder, das ist so eine Kindheitserinnerung. Ja. Das Einzige an Alkohol, was wir gekriegt haben, war die Weincreme. Und zwar hat ja die Mutter und die Oma gemeint, da kann nichts passieren, das Zeug war ja mal warm, da ist der Alkohol raus. Ja. Und wir Kinder haben diese Weincreme geliebt und es war immer ein sehr geschmeidiger Tag, auch wirklich im kleinsten Alter. Und da war auf jeden Fall noch was drin. Ne? Ja, ne? Also, aber wir haben ist da heute auch noch was drin? Ja, ja, unbedingt. Ich freue mich drauf. Ja, ich lasse das jetzt nicht wirklich kochen. Ja. Und zwar Wein aufkochen. Also man nimmt eigentlich einen lieblichen, Mach bloß nicht zu warm. Ja? Bloß nicht zu warm. Auf keinen Fall. Ja. Ne? Und dann kommt eben, also ganz klassisch, kommt da einfach ein Puddingpulver ran. Mhm. Ne? Ein Pulver. Du kannst natürlich auch Mondamin nehmen und kannst es mit frischer Vanille machen. Aber es ist nachher nicht mehr original. Das gehört so primitiv.
Und früher hat man dann einfach geschlagenes Eiweiß noch untergehoben. Mhm. Ne? Aber das ist immer so abgekackt. Ne? Das hat nach so geronnen ausgesehen. Ja. Und dann haben wir Kinder es nicht mehr gegessen. Und dann hat die Mutter eben angefangen, Schlagsahne drunter zu machen. Und dann war das toll. Okay, also wenn du das wirklich dann, das Nonnenfürzchen so richtig zubereitest, ja, oder rausbackst, ja, sag Bescheid, ja? Ja, ja, auf und jeden Fall. Ich würde gerne mal eins auch selber machen. Ja, ja, überhaupt kein Thema. Das bringe ich, bring ich dir bei und das kannst du dann anschließen. Von deinen neuen Vorsätzen hast du jetzt mehr mitkommen. Bist mit uns? Nein, ich hatte mir nur für heute für die Sendung vorgenommen, ein 49 selber zu machen. Cornelia. Ich glaube, dass die Zuschauer das ganz, ganz toll fänden, wenn Markus mal mehr kochen würde. Weil Cornelia, du redest mich hier immer... Weil du einfach auch noch viel näher am Zuschauer dran wärst. Also gerade an denen, die nicht kochen können. Ja, davon gibt es einige. Wobei ich tatsächlich über euch mittlerweile viel gelernt habe, über das Kochen. Ich bin kurz davor, das erste Mal in den Laden zu gehen und Zutaten zu kaufen. Ich bin kurz davor. Ja. Das Jahr ist jung. Das Jahr ist jung. Wir könnten ja mal zusammen gemeinsam romantisch kochen. Ich könnte deine Einkaufs- Macht das noch Sinn? Bist du noch zu haben? Ich könnte deine Einkaufsführerin sein. Sie antwortet nicht. Bist du noch zu haben im neuen Jahr? Ja, also da ist noch viel. Ja, also Bewerbungen bitte an glanzkocht.de. Ja, da geht noch einiges, ja? Oh oh. www.ichkochfuerdich.de. Ja? Markus, ich hatte es dir vorher gesagt, dass du es bitte nicht ansprichst. Ich habe doch gar nichts gesagt. Jedes Mal, weißt du, stehe ich da als alleinerziehende arme Singlefrau. Ach, jetzt hör auf. Och, Cornelia. Nein. Aber dir geht's gut, ne? Mir geht's sehr gut. Deswegen machst du auf jeden Fall einen sehr entspannten, glücklichen Eindruck. Ja, deswegen spreche ich das ja auch an. Ja, nein, nein. Ich wollte nur noch mal ein neues Pflaster. Habe ich heute gelesen, ist die Single-Hauptstadt in Deutschland, Hamburg. Es gibt ja eine Zeitung, die ja gerade in den letzten Wochen auch bei Bundespräsidenten eine große Rolle spielt. Und die haben zum Beispiel zum Anfang des Jahres gesagt, dass ich zu den besten Partien 2012 der Stadt Hamburg gehöre. Ali, also ganz ehrlich, Tim, sag doch auch mal was. Also dafür brauchen wir, weiß Gott, keine Zeitung, Cornelia. Das wussten wir schon vorher. So sieht's doch aus. Was hat sie gesagt? Geht's jetzt wieder? Ja. Es ist wirklich nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht schlimm. Ja, aber es ist sehr schmerzhaft, da vorne. Es ist noch nicht mal schmerzhaft. Es suppt nur leider durch. Und ich wollte so ungern. Ja, Blutwurst machen. Blutwurst. Ja. Auch wenn das sehr deutsch ist. Ja. Dankeschön. So, also. Ali ist fast soweit, ne? Im Zentrum der Arbeit. Im Zentrum der Arbeit. Auch? Herrlich. Mit Tim müssen wir gleich noch mal sprechen, der uns nämlich erklären wollte, wie er genau die Soße macht. Die Soße oder die Wurst? Ja, die Wurst auch. Machst du jetzt eine Wurst? Ich versuche es. Mein Arm ist gerade lahm, weil ich habe gerade versucht. Soll ich das für dich machen? Ein Kutter nachzuspielen. Und zwar haben wir jetzt hier die Masse. Das ist Kalbsbret. Ich habe vorhin ein paar Senfkörner angeröstet. Alfons, schau. Ein bisschen weißen Pfeffer, der kann das. Was habe ich noch gemacht? Kalbsbret, Senfkörner, Pfefferkörner angeröstet, kurz gemörsert, hineingegeben. Dann groben Schweinebauch. Ja. Also wegen guter Vorsätze und so. Ja. Groben Schweinebauch dazugegeben, ungefähr zwei Drittel, ein Drittel. Ja. Ungefähr, aber das kann jeder halten wie ein Dachdecker. Alles miteinander verschlagen, das ist relativ anstrengend, das macht normalerweise eine Maschine. Ich habe ein bisschen Eis hineingegeben, weil hier relativ viel Fett drin ist und es kann passieren, dass sich das nicht verbindet. Und wenn ich ein bisschen Eis hinzugebe, nur ein bisschen, bleibt die Temperatur unten und diese Verbindung, die Emulsion, die entsteht, die bleibt halt konstant. Perfekt. Man muss jetzt einmal sagen, dass ich das mit der Hand mache, ist eine Riesenherausforderung. Das ist weil du kannst es nie so toll emulgieren wie eine Maschine. Und das mit der Hand zu emulgieren, das siehst du, das ist ja wirklich, das braucht so viel Kraft. Das ist auch gut, dass du jetzt sprichst, weil er kann kaum noch sprechen, weil er so... Das kostet auch viel Kraft. Ich hab's anstrengend, glaube ich dir. Hättest du was gesagt, ich hätte dir gern geholfen, Mensch. Du fragtest schon nach meinen guten Vorsätzen. Ich habe ja einen Fitnesstrainer. Das weiß man ja, einen Personal Trainer. Den habe ich jetzt schon seit 3 Jahren. Ja, hast du ihn schon mal gesehen? Nee, wir haben viel. Doch ein einziges Mal. Wir telefonieren viel miteinander. Er ruft mich an, einen Termin zu machen. Ich rufe ihn am Termin abzusagen. Und das Spannende ist, normalerweise brüsten sich ja die Menschen immer ganz gerne mit der, ich sag mal, Bekanntheit zu einer prominenten Person. Mein Fitnesstrainer sagt, ich soll seinen Namen nicht in der Öffentlichkeit erwähnen, weil das ist so geschäftsschädigend für ihn, dass er keine Neukunden mehr kriegt. Drecksau. Scheint ja gut im Geschäft zu sein. Ich bin gleich mehr oder minder. 10 Minuten bin ich so durch. Okay. Ja?
Also ganz kurz nur zum Wurst machen. Rein theoretisch könnte man das Ding jetzt zu, mit Klarsichtfolie zu Würstchen drehen, in Wasser pochieren. Dann braucht man keinen Darm, wer den Darm nicht mag. So eine Spritzfülle, die ist auch für Kleines zu haben. Ein Profi macht das mit sowas. Zeig mal. Das ist ein Löschgerät von der alten Feuerwehr. Sowas? Komm mal her, Stefan. Bitte? Stefan ist ja Fleischer. Du bist richtig gelernter Fleischer, ne? Ich bin gelernter Metzger, ja. Aber du bist ein riesen Metzger-Fan, gell? Du bist ich kann es nicht so gut, aber ich finde dieses Handwerk sehr schön. Mario Kotaska übrigens auch. Wurst, Schinken machen, Fleisch auch zerlegen, zerteilen, neue Schnitte machen und solche Sachen. Und auch Fleisch zubereiten, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Aber ich kann es nicht so gut. Da kommt hier die Masse rein und dann wird es mit der Maschinenhilfe sozusagen hier reingepumpt. Aber so ein Ding kostet, glaube ich, 800 Euro. Ich habe meins vom Flohmarkt. Meins ist wirklich über 100 Jahre alt und es ist wirklich genial, das Teil. Und ich sag mal, es gibt natürlich einfache Ausführungen, aber das mindestens 600, 800 Euro auf jeden Fall. Ja, das ist hier so die leichte Variante zum Mitnehmen auch damit mal am Samstagvormittag, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Genau. Einmal die große Übersetzung, dass du schnell auftrinken kannst, und die kleine, damit du wirklich gefühlvoll, ist bei dir auch wichtig, gefühlvoll füllen kannst. Boah, und so ein Ding jetzt zu Hause. Können wir das nicht einmal zeigen, Tim, wie das funktioniert? Gerne, mit dem Ding? Erstmal mal mit der Hand, weil Aufgabe soll ja auch sein, dass die Leute eventuell das nachkochen können. Bist du gelandet? Und mit dem Spritzbeutel funktioniert das. Spannend, ne? Ja, komm dazu, schaut's dir an. So, ich habe keine Möglichkeit, die Sendung zu gucken heute. Deswegen muss ich zwischendurch aufhören zu kochen. Natürlich, weil du ja hier stehst, meinst du. Ja, genau. Ja. Finde ich eh immer. Darm. Schweinedarm. Schön gesäubert. Ja, wer hat den sauber gemacht, wollte ich gerade fragen. Mein Azubi. Schön mit der Bürste die ganze Zeit rein. Na, ernsthaft, wie aufwendig ist es denn, so einen Darm sauber zu machen? Wie macht man sowas? Also, man macht ihn quasi leer, den Darm. Also macht den Inhalt raus, solange der Darm warm ist. Und warm auch noch. Warm, ja. Also kommt daher der Ausdruck, wenn die Kacke dampft? Ja, genau. Also im Winter, Sinn macht es auch, das ein bisschen einzuölen, da kannst du es besser draufrutschen lassen. Und dann gehst du her, drehst den Darm um, dann hast du ja die Schleimschicht dran. Und die wird man einfach mit dem Löffel, dann geht her mit einem scharfkantigen Löffel und dann putzt man den Darm einfach ab. Und dann ist das hygienisch unbedenklich? Ja, es ist auch mit dem Schleim hygienisch unbedenklich, weil zum Beispiel die Leberwürste macht man in den schleimigen Darm rein. Und es wird ja angebrannt und das gibt halt das besondere Aroma. Also das schmeckt wirklich lecker. Ja. So genau wollten wir es, glaube ich, gar nicht wissen, Stefan. Selbst ich als Koch bin manchmal ganz froh, wenn man Wissen nicht hat. Ja, ne? Mach du mal, Stefan, du kannst das schön. So ist die Weißwurst. Also man macht es dann wirklich so. Deswegen ist das die Weißwurst ist entstanden, weil 1857 ein gewisser Sepp Moser, dem sind die Därme ausgegangen für die Kalbsbratwürste. Also hast du mal erzählt. Ja. Und er hat die kleinen Därme nicht mehr gehabt. Dann hat er nur noch große gehabt. Dann hat er dieses Brät in große Därme gefüllt. Und hat sie dann in Wasser gelegt, die Würste. Und so ist die Weißwurst entstanden. Super. Ja. Das ist auch so herrlich. Schau mal. Cornelia, gell? Der eine reicht zuerst mal. Hab grad gedacht, das ist jetzt, spätestens jetzt weißt du, schau mal, der Ali hält sich vorsichtig raus, ja? Aber der Rest, der irgendwie, sagen wir mal, wirklich rein deutsche Wurzeln hat, es gibt eine Wurst und alles steht drumherum. Alle sagt, okay, das ist jetzt hier unser Zuhause. Das Problem ist, dein Füllhorn ist zu dick, weil es muss ja runterglitschen können. Und jetzt, wenn du da Druck drauf bringst, kannst du nicht sein, dass, dass der Darm platzt. Ne? Kann passieren. Das höre ich nicht das erste Mal, dass mein Füllhorn zu dick ist. Ja, aber ich sage mal, so für eine geht es wunderbar. Ne? Also, wir machen jetzt nämlich Ausschlachtung und schlachten die Schweine. Und da gibt es dann Därmeputzen, machen natürlich immer die Leute, die jetzt erstmal dabei sind. Also wenn du mal Lust hast zum Därmeputzen, bist du herzlich eingeladen. Ja, das glaube ich dir. Ja. Da ist er heiß drauf, schon die ganze Zeit. Ja, schon die ganze Zeit. Aber es ist spannend, das mal zu hören. Ich habe ja gedacht, dass da direkt ein Hygieneinspektor daneben steht und sagt, Achtung, da ist noch ein Keim. Ich habe ihn hinten links gesehen. Weg damit. Aber so ist es gar nicht, gell? No, eigentlich nicht. Wie ist das eigentlich? Wurde wirklich früher Augen und Ohren und so ein Scheiß in die Wurst gemacht oder nicht? Also vielleicht haben sie gemacht, die sonst nichts mehr hatten. Ja. Aber in der Regel wird immer darauf geachtet, und Würste gibt es ja schon seit Tausenden von Jahren. Die haben das ja früher genauso gemacht, wie es der Tim jetzt gemacht hat. Die hatten keine Maschinen, haben sie mit der Hand zusammengerührt. Ja. So, schau mal, wie schön. Jetzt hier, das ist ein bisschen anstrengender, als wenn man jetzt so eine Maschine hätte. Aber es funktioniert. Du jammerst aber rum heute hier, Tim, das ist unglaublich. Ich komme frisch. So kenne ich dich gar nicht. Ich komme da vorne wieder raus. Ich also einmal in Kuba gewesen und mal gelernt, wie lässig das Leben sein kann. Und dann wird nur noch gejammert und Wahnsinn. Ich bin halt auch nicht mehr der Jüngste. Ich werde in zwei Tagen. Was schätzen Sie, wie alt ich werde in zwei Tagen? Wie viel? 20? Wer hat gesagt 43?
Oh. Welche Pfeife war das? 42. Wer war das? 42? Bist du besoffen? 36. Ha? Wie hoch sind die momentan? 19%, ne? Tim, deine Wurst ist fertig. Kommt an. Nee, ich habe dir gerade was Wichtigeres zu klären. Was? Bist du schon fertig? 41. Ja, ich komme jetzt andere. Aber ich wurde neulich, ernsthaft, und das war in Israel. In aber was macht der denn da eigentlich mit seiner Frau? Was machst du da? Ernsthaft? Ja, 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 gesagt, in Israel. Ja. Was machst du da auf einer, auf einer Ü60-Party? Nein. Ich wurde im Ausweis gefragt. Herrlich. Herrlich. Kann auch schon anrufen. Ja, ja. Ja, das ist, Tim, wenn es dich tröstet, Tim. Ich höre immer den Satz, Mensch, im Fernsehen sehen Sie viel älter aus. Ja. Kennst du den auch? Ich hab das mir jetzt inzwischen angewöhnt. Ich habe immer gesagt, ich sehe ja, wenn Leute sagen, Mensch, Herr Melzer, Sie persönlich endlich mal im echten Leben. Ja. Das ist meine Standardantwort. Ja, aber ich sehe auch schlanker und jünger aus in Natura, ne? Und neulich hat das erste Mal eine Dame gesagt, nö. Ich sag dann immer, wenn die sagen, Mensch, im Fernsehen sehen Sie viel älter aus, dann sage ich, vielleicht haben Sie einfach nur einen alten Fernseher. So, das, was ist das hier? Das ist jetzt die Currywurst. Die haben wir vorher gebrüht. Ich bereite noch ein paar vor. Ich habe noch ein paar die ganze Zeit auf diese Wurst. Wir haben genug für alle heute da. Ist das wahr? Da hinten links ist die Currysoße. Die besteht aus Knoblauch, Ingwer, Chili, anschwitzen, Senfkorn dazu, Senfsaat, ja, ja. Bisschen Zucker dazu, mit Orangensaft ablöschen für die fruchtige Note. Fein. Currypulver hinzu, eine Currymischung. Ja. Und damit abgestäubt. Tomaten dazu, entweder aus der Dose oder frisch. Das spielt eigentlich relativ wenig eine Rolle, weil wir so viel Aromen drin haben, dass die Tomate jetzt nicht mehr als solche durchkommt. Bisschen Tomatenmark und jetzt lasse ich das schön sanft einköcheln und serviere das gleich mit der Wurst. So, und das ist doch dann ein schönes, fettiges, deftiges Essen. Nicht unbedingt zwangsläufig gesund, aber da werden wir gleich noch mal einen Satz drüber reden, wenn wir das dann essen, Tim. Herzlichen Dank. Wenn ihr Gäste habt, auch internationale Gäste, so auf eurem Niveau hast du gerade auch bei dir, Ali, ihr habt ja da Leute aus aller Herren Länder. Wie ist denn die deutsche Küche so angesehen mittlerweile im Ausland? Also made in Germany, sag ich jetzt mal, ist ein Gütesiegel der Top-Qualität. Ja. Das ist nicht nur in der Industrie so, das ist auch mittlerweile in der Gastronomie angekommen. Wir haben tolle Produkte hier in Deutschland, wir haben super Gemüse. Aber wissen das die anderen? Ja, das schreiben wir auf die Karte. Ja, klar, man muss es denen sagen. Die fragen ja auch mittlerweile. Schreibst du, ich aus dem Osmanischen Reich nehme deutsche Produkte? Oder was schreibst du? Ich schreibe nicht Osmanischen Reich. Ali ist ja Deutscher, ne? Eine flache Schulter vom Herrn so und so aus dem da und da zum Beispiel. Und dann weiß ich, wissen die Gäste, okay, das ist eine super Qualität, das ist ein Bioprodukt. Das meine ich, verstehen die das dann, dass das dann sozusagen, ist das, oder ist das ein Qualitätsmerkmal mittlerweile? Die, die es nicht verstehen, denen bringt man das bei. Mit dem Vorschlag, dann nimmst du einfach der Gerät und dann geht das. Ne? Der Gerät, genau. Dann sagst du, ich weiß, wo dein Bruder wohnt. Aber du musst dir mal weiter erklären, was das Gerät ist, ne? Das Gerät? Das Gerät, der Gerät. Das Gerät ist was? Herr Stefan, komm, du hast angefangen. Also ganz ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall hat irgendjemand einen Teil erfunden. Danke, und hat nachher dieses Gerät beschrieben, wo er wirklich eine Revolution mit ansetzt. Welches Gerät weiß ich eigentlich gar nicht. Eine Dönerschneide. Eine Dönerschneidemaschine. Von alleine. Also du schneidest nicht mehr mit der Hand, sondern der schneidet von alleine. Ne? Und er war halt natürlich so voller Euphorie und so begeistert von seinem Produkt, ist ja klar. Und boah, das ist der Gerät. Und der Gerät kann das und der Gerät kann das und der Gerät kann das. Also, grandios, Gerät, ne? Der Gerät ist der Chef, der Gerät ist vor dem Chef im Geschäft. Der Gerät. So, wir können, glaube ich, zu Tim. Ich habe schon mal von dem Weißwurstradl von Alfons probiert. Grandios, Tim. Die Latte liegt sehr, sehr hoch. Das Gute ist, ich habe mich ein bisschen vertan mit dem Chili. Ihr braucht euch alle keine Mühe mehr geben, weil nach dem Essen schmeckt ihr eh nichts mehr. Ist so scharf geworden. Die hat schon Bums, ja. Die hat, ja. Der Bums. Wie ist es denn, Tim, auf Kuba zum Beispiel? Wenn du sagst, ich bin ein deutscher Spitzenkoch, sagen die dann deutsche Küche großartig? Naja, Kuba ist jetzt ein echt schlechtes Beispiel. Mangelwirtschaft. Aber generell ist schon, ich sag mal, die Küche ist nicht so beliebt, die Deutsche, aber die Köche. Also das ist wirklich so,
eingeredet. Ja, ist so. Also unsere deutsche Küche ist schon noch... ein Riesenansehen im Ausland, weil er fleißig ist, egal wo du bist. Das hat mittlerweile der Franzose auch schon gemerkt. Aber so wie er es beschreibt, klingt das so wie diese die Zeugnisaussage. Er war stets bemüht. Nein, das stimmt. Das darf man nicht sagen. Also wenn du dich als Deutscher wo bewirbst, kriegst du mit Sicherheit einen Job. Ja? Das ist ja weil die fleißig sind und die geben auch richtig Gas, sind diszipliniert und zum Teil, wenn sie aus Deutschland kommen, leidenschaftlich. So. Ist er jetzt fertig? Er ist fertig. Tim, du wolltest sagen, kommt ihr schon mal zu uns, Ali, Cornelia und auch Stefan, bitte. Das kommt ist schon ja mal wie her. Nicht alle Japaner essen von morgens bis abends Sushi, aber so ist das Bild über die Deutschen halt auch, dass wir Sauerkraut und Wurst nur den ganzen Tag zu uns nehmen. Aber die deutschen Köche sind sehr, sehr beliebt. Was ich ganz lustig fand, das habe ich neulich erst gelernt, Made in Germany ist ja heutzutage ein Qualitätsmerkmal. Mhm. Früher war das eine Warnung. Das war wirklich, nein, das war negativ. Das war zu Kriegszeiten. Na, die Engländer, haben das erfunden. Die wollten immer praktisch davor warnen, dass irgendjemand deutsche Produkte kauft, um die Wirtschaft nicht zu unterstützen. Das heißt, da wurde auf was sehr Negatives, was sehr Positives. Das fand ich sehr, sehr, find ich persönlich sehr beeindruckend. Das ist wie die Currywurst. So. Erstmal pur probieren. Das Schöne ist an dieser Currywurst, da kann, also eigentlich kann man nichts falsch machen, weil wenn du sagst, die Soße ist nicht mein Ding, dann ist es halt mein Geheimrezept. Also das ist so die Wurst. Also gutes ist so wie Stefan, das Salz kommt gut durch. Genau, das ist das Ding. Und ich finde, ich habe ja damals angefangen, ich glaube, in meinem ersten Interview wurde man natürlich auch schon so gefragt, wie ist denn das und was isst du gerne? Und so, ich sage, Essen ist für mich relativ, also ich esse genauso gerne die Currywurst wie den Steinbutt. Das halt soll heißen, wenn ich morgens um 4 besoffen bin, auf der Reeperbahn rumeier, dann gehe ich garantiert nicht zu Schubeck und esse da irgendwie einen Steinbutt mit Kaviar-Creme oder so, sondern dann schreit es wirklich nach einer Currywurst. Wenn ich jetzt aber ein schönes Candlelight-Dinner habe und mit meiner Süßen vielleicht nachher noch wohl verschwinden möchte, dann esse ich natürlich keine Currywurst, sondern dann gibt es irgendwie einen Steinbutt, ein bisschen was Filigraneres. Also jedes Essen zu seiner Zeit hat für mich eine absolut gleiche Berechtigung. Absolut. Ohne Wenn und Aber. So, und wir wollen jetzt mal von Ali hören, wie es ihm schmeckt, Ali. Tim, machst du noch was fertig für unsere Küchenschlachtgewinner? Ja, reichlich. Ja? Ali, wie schmeckt es dir? Sag. Mir schmeckt's gut, ja. Wieso lachst du denn dann? Warum lachst du so blöd? Ich habe normalerweise Tomatenallergie und ich esse deine Tomatensoße. Ja, halt, ne? Eine Tomatenallergie? Mhm. Aber ja. Das ist ein scheiß Leben. Ja. Also, kannst laut sagen, du. Das ist wirklich so, ja? Hast du wirklich? Aber Tomatenallergie? Ja, wirklich, ja. Ich finde die nicht so scharf. Augen auf bei der Berufswahl, sag ich nur. Die Currymischung ist super. Die von dem Kollegen. Geil, ich wirklich super. Super, wirklich toll. Toll für die, dass wir aufgeboten haben. Ja, super, die super Niveau, ja. Auf die Wurst kannst du wenigstens auch mal beißen. Also die Wurst muss natürlich auch vernünftig sein. Das treibt sich natürlich auch die Geister. Mache ich eine rote, mache ich eine weiße, mache ich eine grobe, mache ich eine feine. Ja. Natürlich, jede Region besteht darauf, dass sie die beste Currywurst haben. Mhm. Ich finde einfach, das ist Geschmackssache. Ja? Und das Schöne ist einfach, man kann auf diese Wurst mal rumbeißen, weil grobe Einheiten drin dabei sind. Und die Soße, dass die auch nicht so fein durchpüriert ist, sondern du hast auch da noch Stücke. Und ist ja kein Ketchup. Ist vor, ja vor jeder Currywurst, die geil gemacht ist, knie ich nieder. Also wie du sagst, das ist der Hammer. Traum. Sehr gut. Alles zu deiner Zeit. Sehr gut. Sehr lecker. Cornelia? Ich mag eh lieber so eine grobe Currywurst. Und was ich magst du lieber, Anne? Die grobe Currywurst. Ich mag diese feine nicht, weil da ist immer auch so viel Dreck mit reingeschmissen. Und die hat einen tollen Biss, die hat einen tollen Geschmack. Ja. Ich finde die Soße auch, also das hat auch plötzlich gar nichts mehr mit so einer schweren Currywurst ganz genau, zu tun. Ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Echt eine tolle Leichtigkeit. Weil es so eine Fruchtigkeit drin hat, durch diese die also sehr, Frische sehr ungewöhnlich, weil Tim ja sonst nicht so leicht kocht, aber es gefällt mir sehr gut. Schau mal, Tim. Du hast dich wahrscheinlich erkundigt, wer hier in der Stelle mitkocht und halt gehört bekommt, da hat es ein bisschen milder gemacht. Das Lustige ist, der Alfons und ich haben ja eine gemeinsame Currywurst-Geschichte. Ich bin irgendwann mal live getourt, habe Live-Auftritte gemacht und gekocht auf großen Bühnen, unter anderem im Zirkus Krone in München. Und ich habe mir angemaßt, damals in Bayern, also in München, aus der Weißwurst eine Currywurst zu machen. Oh oh. Und es war sensationell. Und dann gab es ein Pfeifkonzert. Also ich war gerade mal 3 Minuten auf der Bühne und hatte die Stimmung schon im Keller, weil ich gesagt habe, ich koche heute Currywurst aus Weißwurst. Dann meine ich, okay, heute werdet ihr 2 Dinge lernen. Als erstes einmal, wir in Norddeutschland machen die besseren Würste. Wieder Pfeifkonzert. Ja. Und wir spielen den besseren Fußball. Dann flogen so die ersten Gegenstände auf die Bühne. Kein Scheiß, also die ersten Becher. Und wirklich gellendes Pfeifkonzert. Und dann habe ich mich nochmal entschuldigt und habe gesagt, nein, tut mir leid, in Bayern spielt ihr gar nicht so schlechten Fußball. Ihr habt ja noch den ersten FC Nürnberg. Und dann
Und dann war ich ganz froh, weil dann war die Stimmung wirklich vollkommen im Arsch. Und dann war ich ganz froh, dass Alfons mein Stargast war. Und dann konnte ich dann den Bogen wieder so einigermaßen kriegen. Und dann hat Schubeck einen draufgesetzt und hat nämlich gebackene Weißwurst gemacht. Und damit waren sie wieder vollkommen durch. Super, super. Und das ist eine Hochburg. Die Münchner haben ja einen herrlichen Humor. Die können das, glaube ich, auch gut ab. Also, Alfons, was sagst du zu Wurst? Mir schmeckt die gut. Ich habe es jetzt schon probiert. Die Wurst hat einen sehr guten Geschmack. Die Wurst ist sensationell, finde ich. Die Soße ist gut, also da gibt es gar nichts zu machen. Sag mal, wir haben jetzt hier keine Haut, ne? Doch. Ja, aber die ist so fein. Bitte hier probieren. Okay. Oh, ich würde jetzt gerne mal ja, okay. Diese Haut ist so fein, dass man sie eigentlich kaum wahrnimmt. Also, Tim, ich bin kein großer Currywurst-Esser. Und ich würde die hier sofort essen. Oder? Weil es nicht eben, du hast gesagt, es schmeckt so wahnsinnig nach Curry, tut es ja gar nicht. Das ist schön, auch eine richtige Currywurst, wie du sie an dem Würstelstand kriegst, die wird vom Curry erschlagen, wirklich. Ja, die hat auch nichts anderes, aber die hat ja ein bisschen Aromen. Ich finde die ganz toll. Super. Großes Kompliment. Freuen Sie sich auf diese Wurst, meine Damen und Herren. Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich unsere zwei Küchenschlachtgewinner. Nämlich Andreas Jejaraya, einen Maschinenbauer aus Aachen, gebürtig in Sri Lanka. So spricht man das, glaube ich, aus. Ne? Und wir begrüßen sehr, sehr herzlich aus Rheinland-Pfalz den Gerhard Beck, der 250 Kochbücher besitzt. Und jetzt pass auf, ein schöner Satz. Seine Frau findet, er kocht zu kreativ. Was auch immer das heißt, Herr Beck. Lassen Sie sich schmecken. Und wir wollen zunächst mal wissen, wie das schmeckt, was Alfons gemacht hat, während er uns noch mal erklärt, wie er es genau gemacht hat, Alfons. Also Linsen ganz einfach. Kannst also einen lauwarmen Linsensalat machen. Und nicht, man nimmt einen kräftigen Rinderfond, lässt ihn reduzieren. Ein bisschen Rotweinreduktion. Ja. Gibt es ein bisschen Balsamico-Essig rein. Die Linsen sind separat gekocht mit einem Lorbeerblattl, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Ingwer. Und dann gibt es zusammen. Gibt es am Schluss noch ein bisschen Balsamico rein. Und die Weißwürste haben wir ja gesehen, die sind ganz genauso gebacken wie ein Wiener Schnitzel. Und das könntest du mit der Milzwurst machen. Das kannst du eigentlich, naja, die Weißwurst eignet sich sehr gut dazu. Ja. Und der Grünkohl, das ist jetzt gerade noch die Zeit, wenn man sagt, Grünkohl ist eigentlich das Gemüse, das am meisten Lutein und Zeaxanthin hat. Ja. Das ist fürs Auge gut. Lutein und Zeaxanthin heißt. Das schützt die Netzhaut gegen das UV-Licht. Du meinst, der hat da so ein... einfach zu uns so, ja, und da ist ein bisschen mehr Lutein. Lutein und Zeaxanthin. Gutigampuntin. Ich muss auch Grünkohl essen. Und das Gravierende ist, dass ja Grünkohl eins zu den gesündesten Gemüse gehört. 100 Gramm decken den Tagesbedarf von Vitamin K. Das für die... Das ein Knochen... Nein, ja. Das hat man früher gesagt. Mhm. Aber das stimmt zum Teil. Ach, wichtig ist, dass die Temperatur abgesenkt wird. Und dann kommt dieser chemische Prozess. Aber er muss jetzt nicht gefrieren. Und die Umwandlung, ne? Das ist dann mit dem Zucker, der umgewandelt wird. Ja. Die Vitamine in der Weißwurst, das kommt durch die Kräuter, die da drin sind. Ne? Die Vitamine in der Weißwurst kommt natürlich von den Kräutern. Und ich wollte ja heute schon eine Hüttenweißwurst machen. Ja. Und da hätte ich so ein bisschen Thymian und Rosmarin, alle diese Dinge reingeben. Aber heute haben wir es so gelassen, wie sie sein soll. Aber ich wollte jetzt noch mal zum Grünkohl sagen. 100 Gramm decken den Tagesbedarf zu 1100%. Wahnsin. Der Körper kann nur 20% leider aufnehmen. Aber dann ist das ja eine sehr sinnvolle Angelegenheit alles. Danke. Bitte. Alfons, sag mal, könntest du noch mal so einen Teller so irgendwie so ein bisschen anrichten, damit wir das Gericht noch mal in Vollendung sehen? Weil ich glaube, wir haben zu schnell gegessen. Das hat keiner so richtig mitgekriegt, was du da eigentlich gerade... Ich kann jetzt noch mal einen Teller machen. Willst du das machen? Ja, dann schauen wir uns den gleich einfach noch mal an. Ja, gut, vielen Dank. Auf Wiedersehen, Markus. Aber, lass uns doch mal ganz schnell festhalten, wie es denn schmeckt. Ich presche jetzt einfach mal vor, diese panierten Weißwürste sind ein Traum, Alfons. Könnte ich den ganzen Tag essen, von morgens bis abends. Super saftig, schön, tolles Aroma. Und passt auch sehr, sehr gut mit den Linsen. Grandios. Bei der Weißwurst ist natürlich auch... Wichtig, was nehme ich für Weißwurst? Also je weiter man in den Norden rutscht, ne, von uns unten, ne, von der Heimat, in den Norden drauf rutscht, Unterfranken, desto mehr werden die entfremdet und dann kommt mehr Kalbfleisch rein, die Schwarte wird weggelassen und eine Weißwurst muss aufgehen, muss fluffig werden und wenn da zum Beispiel keine Schwarte oder viel zu wenig Schwarte drin ist, dann macht die auch keinen Spaß mehr. Ja? Und das ist eben
Eine Münchner Weißwurst ist eines der großartigsten Dinge, weil es ist relativ neutral und dann, du kannst ganz viel machen. Auch zum Beispiel, ob man einen Thai-Curry damit macht, mit Weißwurst drin, oder ob man das Ding ausbeckt oder mit Kokos beckt. Damit kannst du wirklich alles machen. Jetzt fliegt hier eine Motte durch die Gegend. Die ersten Insekten kommen, Alfons. Hat das mit deiner Wurst zu tun, oder? Ich hab dir gesagt, Markus, du stich vorher nochmal. Ja. aber schmeckt großartig. Ja, und die Kombination eben mit den sauren Linsen und der Zunge ist einfach... Wirklich lecker. Richtig toll. Ja. Tim, hast du probiert? Selbstverständlich. Und? Was willst du da meckern? Ach so. Mir schmeckt es. Es schmeckt, ich meine ganz ehrlich, also hier auf dem Niveau, wie hier immer gekocht wird, es schmeckt immer, es ist immer gut. Man kann was wir suchen, ist das Haar in der Suppe. Aber wo ist das Aber, das du in deinem Gesicht stehen hast? Ich kann das nicht. Nein, das ist so okay. Also es ist nicht falsch und es ist für mich aber auch nicht richtig. So, das ist so. Aber was gibt's eine Kombination, die dich stört? Nein, gar nicht. Ich finde es sehr verschlossen. Also mir fehlt so ein bisschen die Erinnerung des Gerichtes. Ich habe es gegessen und es ist so lecker. Also es ist so Wohlgeschmack. Das ist dieses fettgebackene. Der Grünkohl ist mir zu wenig im Geschmack da. Die Linsen tolle Konsistenz, bisschen die Säure vom Essig. Dann schlucke ich runter. Ja. Ja, das ist so ein schönes Zwischendurch. Und dann ist es weg. Ja. Und ich könnte mich in 2 Wochen nicht mehr daran erinnern, was er heute gekocht hat. Geschmacklich. Okay. Aber es ist natürlich, ich rede nicht von Salz oder irgendwas, es ist alles perfekt. Klar. Das ist nichts anderes. Aber es ist so ein bisschen, die Erinnerung würde bei mir jetzt nicht bleiben. Okay. Was sagt Cornelia? Okay, ne? Ich fand das einfach so eine Kombination, die ich noch nie gegessen habe. Also ich habe noch nie panierte Weißwurst mit so schmackhaften Linsen gegessen. Das Einzige, das Gericht so an sich hätte ich gut gefunden. Also ich verstehe halt nicht, was ich nicht verstanden habe, diese Zunge da drauf. Ja, früher war die Zunge in der deutschen Küche ein Klassiker. Ja, ja. Die Zunge ist dann verschwunden, die Zunge war zum Teil in der Wurst drin. Mhm. Das hat man dann nicht mehr gemacht und Kalbszunge ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich liebe das. Ich mag gerne Zunge. Ja. Was Krosses mit was Weichem, in Kombination, wie heiß und kalt. Okay. Ja, und der Grünkohl ist ein bisschen Garnitur in dem Fall. Ja, das stimmt. Aber die Zunge, ich finde, Zunge ist zu Unrecht so, wie soll man sagen, ja, so schlecht angesehen, oder? Kalbszunge ist eine Delikatesse. Ja, Zunge gab es bei uns früher zu Hause immer. Zunge war sozusagen etwas, was unbedingt dazugehört. Die Verwertung auch, ja. Ali, wie hast du es empfunden? Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das Gericht nicht neu. Ich habe das in meiner Lehrzeit habe ich auch das mit Milz gemacht. Gebacken. Ja, Milz, gesagt, genau. Ich kenne das ja. Und mit Weißwurst ist es schön kreativ und es schmeckt sehr. Mir hat es super geschmeckt, ganz ehrlich gesagt. Die Wurst war schön saftig, die Panade schön knusprig mit dem Balsamico, also sage ich jetzt mal Balsamico-Linsen, auch mit dem gepökelten Zunge da. Super. Kompliment. Also, Alfons, dann richte doch netterweise für die Kühlschlaggewinner auch noch mal was an. Ja, die habe ich ja schon Kühlschlaggewinner. Okay, die hatten schon. Gedacht, hier haben sie es nicht. Vielleicht auch noch mal, für uns einmal zum Draufschauen und auch gerne noch mal für unser Publikum. Das sollten Sie probieren. Diese überbackenen Weißwürste finde ich sensationell. Das würde ich mir gerne so abends vom Fernseher, so nebenbei, weißt du, in größeren Mengen. Aber bitte nicht zu viel. Nee, ist ungesund? Ungesund ist nicht. Aber ich finde das so lecker. Es ist nicht die Diätbombe schlecht. Du hast die Figur, du kannst dir das leisten. Naja, nee, leider auch nicht. Aber es war wirklich richtig gut. Alfons Schuberg, herzlichen Dank, Alfons. Und ich freue mich jetzt auf den rosa Kalbstafelspitz mit rote Beete und Rosenkohl und Meerrettichbrotchips. Ja. Alle einmal zusammen. So sieht es im fertigen Zustand aus. Können wir das noch einmal, Vorsicht, richtig schön einfangen. Einmal hier drauf. Achtung. Ich kann das rausschneiden. So. Achso, okay, das ist ja so ohne. Herrlich, Tim hat schon mal andersweise probiert. Also rosa Kalbstafelspitz mit geschmorter rote Beete, sortiertem Rosenkohlblätter. Dann habe ich hier noch Apfel-Rosmarin-Püree dazu gemacht. Ein bisschen Süße verträgt das Ganze sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Mhm. Tim hat probiert. Mhm. Ja. Cornelia, hast du schon probiert? Ja, das mache ich jetzt. Noch komm, schau mal hier, Gabel für dich. Oder, doch, Gabel ist okay, ne? Möchtest du was von einem Kalbstafelspitz machen? Ja, sehr gerne, wenn du mir da was sagst. Bisschen Salz dazu. So, ja, wenn du große Stücke, also Fleisch am Stück brätst, so große Stücke, wenn dann aufgeschnitten hast, solltest du noch mal live von oben würzen. Ja. Ja. Komm hier.
Ich mag ja gerne so rosa gebratenen Tafelspitz. Geile Kombi, insgesamt sehr süß, ne? Also recht lieblich die ganze Geschichte. Also ich finde es perfekt, das schaut optisch super geil aus, aber ich würde drin mal richtig fett Meerrettich dich oben drüber reiben, das pfeift. Meerrettich habe ich gesagt. Ich mache das beim Kalb absichtlich, weil Kalb ist, ist sehr fein im Geschmack. Wenn dieser Haufen, kann ich natürlich machen, wenn eine Geschmackssache. Aber dann schmeckst du vom Fleisch nicht und das möchte ich nicht. Ich möchte eigentlich, dass es auch nach Kalb schmeckt. Was es definitiv tut. Alfons hat schon ein bisschen was probiert. Tim hat fertig gegessen, sagt was. Sehr lecker. Ich liebe diesen kurzgebratenen Kalbstafelspitz sehr, lieber als den gesottenen, der ja jahrelang, also ich habe es relativ spät auch erst gelernt, vor ein paar Jahren, dass man ihn auch einmal nur kurz braten kann und nicht lange kochen muss und durchgaren. Mhm. Wunderbar saftig. Rote Beete ist eines meiner Lieblingsgemüse. Ja, es ist super. Rote Beete ist großartig. Ja, toll. Und ich finde, dass der Ali ein gutes Beispiel ist für gelungene Integration. Das ist danke, das muss ich jetzt hier erwähnen. Das finde ich ganz toll. Ich finde bislang, dass Ali das Thema am besten umgesetzt hat, weil er nicht so Füllefanz gemacht hat, sondern er hat wirklich tolle Produkte genommen, die alle nicht hierzulande serviert werden, auch den Geschmack gar nicht arg verfälscht hat oder pseudokreativ war, sondern so auf den Punkt ist. Rosenkohl, lecker, frisch, modern gekocht, aber nicht mit irgendwas Ingwer oder sonstigem. Das meine ich nicht gegen ihn, sondern auch gegen mich. Das Apfelpüree ist sehr, sehr pur, der Kalbstafelspitz, die rote Beete, vielleicht ein Ticken süß, aber ansonsten ist das eigentlich sehr gut umgesetzt. Also ich mag es sehr. Finde ich gut. Super. Cornelia? Also erstmal ist es ja farblich schon mal eine Eins. Ich finde es auch ganz toll zum Nachkochen, weil man nicht irgendwie eine Jus oder irgendeine Soße dabei hat, die sonst immer so Stunden braucht. Das finde ich immer für die Zuschauer ganz toll. Und es schmeckt grandios. Also ich meine, der Ali kann es halt. Der hat es halt bei uns in Deutschland gelernt. Also ich muss sagen, bei euch in Bayern muss ich sagen. Ich wollte gerade sagen. Also direkt im benachbarten Ausland in die Schule gegangen, in Bayern, und dann ordentlich was geschafft. Nein, super. Ganz, ganz toll. Alfons, was sagst du? Ich finde es gut. Auch das mit der die roten Beete erleben ja momentan eine Renaissance, kann man sagen. Zu Recht, gell? Und wenn man ein bisschen was Bitteres drin hat, kann man es gut mit Zimt abfangen. Ich gebe gerne Kreuzkümmel mit rein, ja. Aber mit Zimt kannst du es gut abfangen. Tonkabohne. Muss man sagen, dass man ganz, ganz vorsichtig verwenden muss, weil sonst ist der Teufel los. Hat man vorhin auch schon gesehen, gell? Bist du ganz vorsichtig dran gegangen? Tonkabohne ist wirklich sehr, sehr. Tonkabohne kann man bis zu 10-mal hernehmen. Aber dieses Erdige und das schmeckt ein bisschen ganz leicht nach Vanille. Passt sehr, sehr gut zu Rote Beete. Und was auch wichtig ist, bei Rote Beete immer etwas Essig nehmen. Ob das jetzt Balsamico ist oder ob das Apfelessig ist. Oder in dem Fall habe ich Himbeeressig genommen und das passt eigentlich sehr gut zu Rote Beete. Okay, also. Aber man muss dazu sagen, die Essig immer, wenn es geht, zum Schluss reingeben, sonst bleibt das Gemüse hart. Wenn du den Essig zu früh reingibst, das ist eine Sache der Konservierung. Das sind alles Rezepte, die sind über 100 Jahre alt. Die wurden verwendet, damit man Lebensmittel konservieren konnte. Die hat man zum Schluss in Essig hingeben. Das ist das Gleiche, wenn du einen Milchreis kochst und kochst in Zucker, wird der nie innen weich. Der bleibt immer hart innen. Und deswegen darfst du den Zucker erst zum Schluss hingeben und dann wird er schön weich. Und die Rote Beete ist genau so, wie du es haben wolltest, oder? Ja, super. Vom Biss her. Genau. Du kannst jetzt zum Beispiel noch weicher schmoren. Ja? Ich mag ja auch diese Süße. Ja, das finde ich perfekt. Ja, ich finde es auch gut. Genau, so als Gemüse geschmort. Danke. Absolut genial. Also ich finde, wir haben bis jetzt großartig gegessen. Bedanke mich zunächst mal sehr, sehr herzlich bei Ali. Und wir freuen uns jetzt auf Cornelia Poletto, die gerade anrichtet. Stefan ist mit seinen Nonnenfürzchen noch beschäftigt. Stefan, wollen wir jetzt mal so ein Ding rausbacken? Jetzt haben wir den Teig. Teig, wenn du den zusammengerührt hast, dann lässt du den ungefähr eine halbe Stunde stehen, damit einfach das wirken kann, damit sich das Mehl vernünftig verbindet mit dem Ei. Dann hebst du das geschlagene Eiweiß unter. Wie gesagt, das ist nur eine Möglichkeit von vielen. Ne? Und dann gehst du einfach hier, machst so ein bisschen was auf den Löffel, machst das ins heiße Fett. Und das backt dann ähnlich wie ein Krapsen, muss man sich das vorstellen. Genau. Ne? Ist aber innen hohl dann? Ja, ist nicht hohl, das ist ganz fluffig. Schau mal hier, ich habe schon ein paar. Wenn du das hier, das ist ganz leicht und ganz fluffig. Das kommt dann einfach da noch durch. Und dann die Weingreme. Bei der Weingreme ist ganz, ganz wichtig, man darf da auch nicht so eigentlich drin rumrühren, weil bei jedem Rührer geht ein bisschen Alkohol raus. So isst man das. Da kommt jetzt noch ein bisschen Sahne drunter und das war's. Bei jedem Rührer geht ein bisschen Alkohol raus. Das passt, ne? Boah.
Aber die pfeift. Und am allerbesten gelingt es. Am allerbesten gelingt es natürlich mit Boxbeutel, ist klar, ne? Weil es kommt ja ursprünglich aus Unterfranken. Ne? Das ist. Okay. Wow. Das ist Nonnenfürzchen an Weincreme, was du da gemacht hast. Genau. Oh, der zieht aber richtig durch. Kannst du vorstellen, dass wir das als Kinder gelebt haben? Ja. Und es wird auch heute sehr gut ankommen, Stefan. Ich freue mich drauf. So, Cornelia liegt in den letzten Zügen mit, pass auf, einer Hamburger Aalsuppe ohne Aal. Genau. So sieht das aus. Was hast du da jetzt alles genau drin, Cornelia? Sag's noch mal. Ich habe noch ein bisschen Gemüse. Eigentlich könnte man auch ein paar Erbsen reintun, aber die waren so tiefgefroren. Das ist jetzt einfach nicht die Jahreszeit. Die habe ich mir mal gespart. Ich habe ein bisschen zwei Suppenansätze gemacht. Einmal meine Rindfleischbrühe mit den Knochen und einmal den Ansatz mit den Forellen, Gräten, Haut und so weiter. Alles drin. Und hatte da ein Stückchen Pökelfleisch. Ich habe in dem Fall ein bisschen Kassler genommen und habe das da langsam mit ziehen lassen. Kassler ist ein super Fleisch, ne? Gesundheit. Gesundheit. Kommt ihr einmal alle zusammen, Tim, wenn du deine Currywürste fertig hast? Ist das für unser Publikum, was du hier gerade machst? Ich habe jetzt ausreichend Würstchen schon mal produzieren lassen. Nehmt ihr es mit? Ja? So. Jedenfalls habe ich dann ein bisschen dieses Aalkrüt, sagt man. Also das ist das Aalkraut aus Kerbel, Majoran. Kraut, ja. Ein bisschen Dill habe ich mit in das Gemüse getan. Habe dann nur noch ein bisschen gezupftes Forellenfilet mit rein. Habe die zwei Brühen einmal mit dem geräucherten und einmal die reine Rindfleischbrühe gemischt und das war's. Tim hat schon gegessen und lacht. Nee, nur Krüt. Über das Krüt. Ach, über das Krüt, ja. Krüt. Tim, wie schmeckt's dir? Wir in Hamburg, wir Norddeutschen, wir haben ja wenig Sachen, auf die wir wirklich stolz sein können im kulinarischen Rahmen. Also visuell ist bei uns das meiste ja doch eher, finde ich, Lapskaus ist jetzt nichts, wo mir einer abgeht, wenn ich das sehe. Aber Lapskaus ist ein super Essen. Das ist großartig. Das ist ein toll super gekocht. Essen, finde ich. Wenn man es Grünkohl würde ich jetzt auch noch mal als Hamburger Erfindung ansehen. Dann wird, oder Norddeutsche zumindest. Ja. Nicht Hamburger, aber Norddeutsch. Currywurst natürlich ganz klar, das ist historisch belegt. Und die Hamburger Aalsuppe, ich liebe das Zeug. Das ist ein echt ungewöhnlicher Geschmack, weil es ist süß, es ist würzig, es ist rauchig, es hat alles, es ist fett, aber leicht gleichzeitig. Und ich liebe das einfach und es ist toll umgesetzt. Lecker, finde ich auch. Sehr lecker. Gut. Danke. Alfons, wie schmeckt es hier? Also die Einlage finde ich hier sekundär, aber der Fond ist sehr, sehr würzig, sehr gut. Mir schmeckt es sehr gut. Könntest du auch nur mit Gemüse machen, schmeckt auch gut. Ja. Also deine falsche Aalsuppe ist dir sehr gut gelungen. Danke. Ist das etwas, von dem man sagen könnte, da gibt es ein Pendant in Süddeutschland, im Bayerischen? In Italien, die Minestrone. Ja. Ja, im Süddeutschen kannst du jetzt eher sagen, das Pickelsteiner, das ist ein Gemüseeintopf, der halt kräftig ist, der auch mit Geräucherten gekocht wird, auch mit Gekochten, da kann auch Zunge drin sein, da kann im Grunde alles drin sein. Mhm. Das kommt auf die Gegend drauf an, wo man macht und Das Gemüse immer her, das zur richtigen Saison gibt. Mhm. Die Italiener hier, machen da auch Bolito Misto. Ganz genau. Also wo du die verschiedenen Teile drin hast, von Zunge über ein kleines Stückchen Kochfleisch, Wurst. Wenn du es mal genau nimmst, wenn du ein Hähnchen mit dem Rindfleisch kochst als Brühe, es gibt einen richtig guten Geschmack. Mhm. Ja? Kannst du nachher Suppeneinlage nehmen, das ist super. Ja. Mhm. Genau. Super. Also, dann lass uns doch gemeinsam. Tim schwitzt heute. Tim, du solltest mal was mit Currywürsten machen, glaube ich. Das wäre mal so eine Perspektive beruflich. Für den Leuten. Ja, es kommt doch tierisch an heute hier, deine Currywurst. Ich gehöre zu den Leuten, die ja nicht mehr ganz so aktiv am Herd sind. Das heißt, ich bin ja mein Job oder Berufsbild hat sich ja ein bisschen verändert. Ich stehe tagsüber noch manchmal am Herd, aber so Service kochen, das mache ich gar nicht mehr so oft. Das heißt, jetzt so wie hier für 40 Leute gleichzeitig rauskochen, ich bin das nicht mehr gewohnt. Das lässt mich echt schwitzen. Ich fange das Schwitzen an, ich habe Seitenstiche. Seitenstechen hast du? Ich habe Seitenstechen gemacht. Seitenstechen. Wisst ihr, was arrogant ist? Als erstes, was meine Mutter mir beigebracht hat, ist Respekt vom Alter. Und die Hälfte vom Publikum, ja, ist jünger als ich. Also, immer ein bisschen vorsichtig. Ich finde, ich bin jetzt langsam im Alter. Natürlich. Ich komme langsam in die Region von Herrn Schubeck. Und ich finde, jetzt ist es an der Zeit, mir auch ein bisschen Respekt entgegenzubringen. Ja. So, wir brauchen dich jetzt mal hier in der Region von Stefan Marquardt, Tim.
Weil wir jetzt hier die Nonnenfürzchen ihrer eigentlichen Bestimmung zuführen, nämlich bei uns in den Magen. Sie sehen aus, genau, wie süße Blinis, du. Ja, genau, so das habe ich vorhin auch gedacht. Blinis, gesagt, du kannst den Teig fester machen. Es gibt auch einen Teig wie einen Brandteig, den rollst du dann aus und schneidest meinetwegen in Rauten. Du kannst den Teig noch flüssiger machen, kannst es einfach reinlaufen lassen oder du machst diese gedrehten Krapfen davon, die nachher im Nockerl sein, ja. Oder Nockerl, ja, je nachdem. Auf jeden Fall, bei der Weincreme ist wichtig. Wie gesagt, die wird ja ganz rustikal gekocht. Ja. Und dann kommt ja Sahne oder Eiweiß drunter und das macht man dann wirklich nur punktweise und nicht komplett verrühren. Weil sonst wird der Alkohol zu schwach. Ja? Es wird einfach nur so ansatzweise drunter gerührt. Wo ist der Alkohol schon drin? Da ist minimal Alkohol drin. Weincreme. Ja? Minimal. Kost mal. Weincreme. Also da. Weincreme, sagen wir mal, dann, ohne Creme. Und dann kommt das einfach auf den Teller. Boah. Ne? Ja. Können wir mal Alis Gesicht in Großaufnahme zeigen, bitte? Also wie gesagt, am allerbesten nimmst du halt den fränkischen Boxbeutel. Legst den nieder, du. Ja. Und den machst du warm und dann tust du einfach deine Stärke einrühren. Ja? In dem Fall Puddingpulver. Sag mal, was hast du da für eine Plörre drin? Was ist denn das für ein Zeug? Also Entschuldigung, ich möchte euch ja nicht zu nahe drehen, aber das habe ich von euch gekriegt. Ne? Mein Boxbeutel haben sie mir am Flughafen abgenommen. Ne? Aber das ist kein guter Wein, oder? Ja? Das schmeckt so. Also, aber ich glaube nicht, dass der Wein. Du musst es mit den Pfürzle probieren. Aber hast du da Zucker drin? Hast du auch da Zucker drin? Ja, aber nicht zu viel, weil du hast jetzt diese in Zucker gewälzten Dinger. Du weißt, nicht zu viel Zucker, sonst geht der Alkohol weg. So. Ich habe jetzt schon einen Witz. Jetzt mal probieren. Damit wir das einmal hier richtig sehen. Herrlich, zeig einmal, wie das aussieht. Boah. Ja, das sagen Sie noch. So, noch mal rein. Ja. Einfach mal das halt schön fluffig. Und dann Tim bitte in Großaufnahme. Tim bitte, schon mal, der ist schon glücklich. Schau mal, macht schon Freude. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Zucker noch drauf tun. Ja, das ist meine Taktik immer bei Veranstaltungen. Ich mache meine Gäste besoffen. Ja, weil dann schmeckt denen eh alles ab einer gewissen Weile. Also es ist auch ein Fehler, die guten Weine erst am späten Abend rauszuholen. Ich hau gleich die guten Weine raus und nachher gibt's die billige. Ja. Also, weil dann ist den Leuten das egal zum Saufen. Eigentlich richtig, ne? Das ist sehr... Herrlich. Und das Dessert geht ein bisschen in die Richtung. Ja. Das ist super, aber es ist echt weinig. Ich glaube, das ist die einzige Weincreme, mit der man direkt noch flambieren könnte. Und das ist so zu kalt sein. Es muss so Raumtemperatur haben. Ne? Die Creme nur ein bisschen abkühlen lassen, dass die Sahne auch ein bisschen verläuft drin. Es muss Raumtemperatur haben, weil sonst geht ja der Alkohol raus. Genau, und es muss ein bisschen schwappen. Ne? Aber was hast du für eine Basis genommen? Was ist das Creme Fraiche oder was ist? Ja, die Basis ist Wein. Ne? Also, ja, okay, Entschuldigung. Der Wein, es ist nur Wein und der Wein wird dann abgebunden. Ja? Mit was? Der Wein wird abgebunden mit Stärke, dass es so eine sehr, sehr cremige Masse gibt. Ne? Und dann wird er einfach, da macht man das Ganze kalt. Und dann oder ein bisschen abkühlen und dann kommt die geschlagene Sahne oder geschlagenes Eiweiß drunter. Okay. Aber sagen wir mal, du hättest jetzt auch so eine Art Sauvignon machen können mit diesen 49. Ja, klar. Das ist ja nicht made in Germany. Also da passt natürlich alles Mögliche dazu. Du kannst natürlich auch eine Schokosoße dazu machen. Du kannst natürlich ein Vanille-Sauvignon dazu machen. Oder. Man kann es auch ganz kindgerecht machen. Ja. Wie schmeckt es dir denn, Alfons? Ja, das ist so eine cremige Pudding-Konsistenz, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass er nicht ganz. Also früher haben wir gesagt, das ist nicht auskocht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Das dumpft hinter ein bisschen nach, aber ich finde die Idee finde ich gut. Also in Italien gibt es was Ähnliches. Das heißt, Zuppa Romana heißt das Ding. Mhm. Und das ist auch wie so ein Pudding. Die eine Hälfte wird nachher mit Schokolade eingefärbt und die andere wird hell gelassen mit Vanille. Und dann kommt aber ohne Ende Grappa rein in jede Füllung. Und dann wird es mit Biskuit geschichtet. Ist auch lecker. Ja? Cornelia? Jo, ich glaube, das ist das beste Beispiel wieder dafür, dass solche einfachen Sachen uns trotzdem schmecken, weil keiner hört auf zu essen. Und es ist natürlich immer schön, wenn man bei solchen Sachen auch mal gute Weine nimmt, ne? Ja. Also ich glaube, mit einem guten Wein wäre das eine Sensation. Also mit einem guten Wein, aber wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt. Wie gesagt, mein Boxbeutel haben sie mir eben am Flughafen weggenommen. Ja, ja. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich den wirklich da reingekippt hätte. Den hätten wir lieber nebenbei getrunken. Ja, also wir nehmen alle Schuld auf uns. Ich vermute, Messwein kam da zur Aufführung. Das schmeckt so ein bisschen. Ja, bei dir nicht schlecht. Nein, ist nicht schlecht. Der ist oft der Beste. Der hat aber einen ganz speziellen Geschmack.
Schmeckt ein bisschen nach Messwein. Bedanke mich sehr, sehr herzlich. Wie kommst du da drauf? Kindheitserinnerung. Woher kennst du Messwein? Kindheitserinnerung. Wieso durftest du denn? Erzähl ich dir beim nächsten Mal. Wo hast du Ministrant? Ich war ach, Wahnsinn. Ich erzähl dir mal, was ich mit Westmann erlebt habe. Lustige Geschichten erzähl ich dir mal. Bei anderer Gelegenheit. Das kommt nächste Woche. Lustige Geschichten. Bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Cornelia Poletto, bei Tim Mälzer, bei Stefan Marquardt, bei Ali Güngemüß und bei Alfons Zubeck für eine herrliche Sendung. Hat großen Spaß gemacht. Made in Germany, jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und nächste Woche sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, danke schön.